Hallo, willkommen zurück, die Derbioten und der Knorker Splinter Cell Blacklist. Ja, ich muss zugeben, ich habe den ersten Teil aufgenommen, doch die Aufnahme hat irgendwie verbraten. Wie gesagt, ich bin rein auf die eine Seite, habe es geschafft, die erste Pumpe auszuschalten, durch den Wartungsschacht in den anderen Teil gehuscht. Und achso, scheiße, Zeit rennt. Okay, machen wir mal schnell hier. Erkläre ich euch später. Komme ich rüber? Doch. Ah, sehr schön. Wo muss ich eigentlich hin? 43 Meter. Aber knapp. Okay, dann mal schauen. Runterspringen. Da hoch. So, da drüben. Mal hier runter. Klettern! Ich sehe am Radar, ist sauber. Jetzt gehen wir mal hier außen rum lieber. Die Lampe da oben schießt doch aus. Nicht zu sein. So, da drüben auf dem Radar sehe ich einen. Okay, ob ich an dem vorbeikomme, ohne ihn aufzuwecken. Er schaut in die andere Richtung. Ja, komm auch mal ganz. 2 Minuten bleibt kaum noch Zeit. Okay, das war jetzt nicht Ghosty, das war jetzt eher Panthery, aber egal. Aus die Lampe und rüber. So. Rein hier. Upsi. Ich nehme noch eine Tür zu, dass da ja keiner reinkommt. So, aus. Ah, hier ist das Ventil. Gut, okay, ich würde sagen, haben wir geschafft. Ja, 1,5 Minuten. So, jetzt. Ding ist zu. Und nun? Anlage gesichert. Wir können Amerikas Konsum wohl offiziell zum Fehlschlag erklären. Gute Arbeit, Sam. Jetzt musst du da raus. Briggs? Hubschrauber am Boden. Auf geht's. Jetzt muss ich raus. Ach nee, okay. Ich muss gar nicht raus. Er geht alleine raus. Er findet den Weg selber raus. Ohne meine Hilfe. Auch nicht schlecht. Okay, Ghost, 23 mal Knockouts. Naja. Es wird besser. Also ich habe hier relativ ruhig operiert. Wie gesagt, den ersten Teil, wo leider die Aufnahme übernommen ist. Ich muss auch dazu sagen, ich habe es echt bestimmt 5-6 Mal versucht, bis ich den richtigen Weg und die richtige Methode rausgefunden hatte. Bin rein, rechts rum, 3-4 Lampen ausgeschaltet. 2 von den normalen Wachen ausgeknockt, dann rechtsrum in den Schatten vorgelaufen, gewartet, bis dieser gepanzerte Fuzzi oben drum rumgestanden ist und gewartet hat, ob da, ich sehe da etwas, oh, war doch nur eine Lampe kaputt. Erste Pumpe aus, denselben Weg zurückgegangen, runtergesprungen, durch den Wartungsschacht durch, auf die andere Seite, da habe ich relativ Glück gehabt, bin auch so um dieses eine Bassin rumgelaufen, rumgeschlichen. Und ja, zweite Pumpe ausgeschaltet, dann hieß es, ja, bringt nichts, muss Ventil ausschalten. Aber es war ja schon fast niemand mehr da. Also ich muss sagen, die andere Seite war viel einfacher als die erste, die ihr am ersten Teil, also in der letzten Episode ja gesehen hattet, dass ich das da ein paar Mal versucht hatte. Da war einiges mehr los an Gegnern. Gut, ich würde sagen, haben wir es geschafft hier. Müsst mir einfach glauben. Ich habe es oft versucht. Also ich habe es wirklich ein paar Mal versucht. Fortsetzen. Die Engineers haben eine Lieferung abgefangen. Sie war für ein Hochsicherheitsforschungszentrum an der Northwestern gedacht. Waffenfähige Pestbazillen. Damit könnte man eine ganze Stadt ausradieren. Gibt es Gegenmittel? Dein Test war negativ, bist nicht infiziert. Gerade kam das offizielle Okay aus Chicago. Gern geschehen. Feier dich nicht so ab, Charlie. Wir hatten Glück. Die ganze Mission basiert nur auf Vermutungen. Korrekt. Deshalb lassen wir uns nicht länger in die Defensive drängen. Haben wir denn die Wahl? Defensive erwartet Sadiq von uns. Es entspricht seiner Planung. Und darum greifen wir jetzt an. Und wie? Wir haben überhaupt keine Ziele. Außerdem verlangt die Blacklist unsere Aufmerksamkeit. Wenn wir mit den Engineers weiter fangen spielen, werden wir früher oder später verlieren. Wir machen Jagd auf sie. Und zwingen sie, Fehler zu begehen. Oh. So,
So, mit Charlie sprechen, um die Sonarbrille zu kaufen. Ja, dann reden, sprechen wir mal mit Charlie. Wo ist der Charlie nochmal? Oben? Ich glaube hier auf Forward Deck. Ja, da ist er. Genau. Hey. Lieferung bestätigt. Hey. Hey. What's up, man? Zügiger laufen hier. So, Charlie. Charlie? Dummer Spruch auf Lager? Ja, hast du einen? Hey Sam, ich habe vorhin kurz in Vicks Krankenakte gesehen. Du hast dich ins Walter Reed gehackt? Hacken nennt man's nur, wenn's schwierig war. Charlie. Okay, die Neuigkeit, naja, alles positiv. Ihm geht's besser. Er hat sogar einmal die Augen aufgemacht. Dachte, es würde dich interessieren. Danke für die Info. Walter Reed gibt's immer noch? Es gab es ja in den 50ern schon. Ich meine, es gab es sogar schon während dem Zweiten Weltkrieg. Naja, ja, ja. Ausrüstung anpassen. Na, dann lass mal sehen. Sam Fischer, Rülps, Brille, Sonarimpuls. Okay, fügt einem Sonar einen Sonarmodus hinzu, der Gegner durch Wände hindurch erkennt. Drücke im Menü X, um zwischen Nachtsicht und Sonarsicht-Modi zu wechseln. Na, dann probieren wir das mal. Spuren verfolgen. Zeigt Stellen an, an denen kurz vor jemand vorbeikam. 30.000, ja, dann kaufen wir auch mal. Ich meine, ja, wird wahrscheinlich nicht so hundertprozentig nötig sein, aber na gut. Farbsicht, na gut. Umgebungssonar. Verwendet Geräusche, um Ziele zwischen Sonarimpulsen zu finden. Verwendet Geräusche, um Ziele zwischen Sonarimpulsen zu finden. Ja, genug Kohle haben wir ja noch. Nehmen wir auch gleich mit. Hochfrequent. Erhöht die Frequenz der Sonarimpulse und reduziert die Bewegungsverzerrung. Ja, das lassen wir auch bleiben. Alpha-Brille. Ah, da muss ich dieses Spider-Bot spielen. Ja, das ist eine App für iPhone und iPad. Habe ich schon mal ein paar Runden gespielt. Naja, auf dem iPhone ist es ein bisschen klein. Bin doof. Naja, egal. Mache ich vielleicht doch mal irgendwann. Ausrüstung. Tricopter. 72.000. Ah, komm, ist vielleicht lustig. Probieren wir mal. So. Tränengas, Rauchgranaten. Ja, ist voll. Splittergranate, nee, brauchen wir nicht für unseren Kontaktschocker. 48, ja, nehmen wir auch mit. Probieren wir mal aus. Probieren wir aus. Gut. Obstanzüge, gibt es da etwas Neues? Bringt nichts. Bringt auch nichts. Also er ist ja für. Kampf, Stealth. Achso, den Anzug, den ich anhab. Ja, der ist eigentlich. Ich meine, er macht ja nur Minus hier. Er verschlechtert meinen Anzug, den ich anhab. Also von daher. Nee. Brauche ich nicht. Gut, okay, hier machen wir auch nichts. Weg mit. Handschuhe, gibt es da irgendwas Neues? Warte mal kurz hier. Also er muss jetzt mal freischalten. Covert. Waffenhandhabung vermindertes. Geheimagent. Ich muss mich erstmal hochkaufen hier. Um eine bessere Handhabung zu haben. Aber da ich ja eigentlich schießen möchte unbedingt, aber vielleicht. Mal sehen. Ich habe diese anderen Anzüge hier, Anzieher, diese Alpha. Taktische Handschuhe macht weniger. Na, nee. Lass mal auch bleiben. Hose. Rahmenanzug. Nee. Alpha-Anzug bringt auch nichts. Nur unnötig. Geldverschwendung hier. Stiefel. Da irgendwas. Taktikgeflecht. Ja, super. Bisschen mehr Stealth. Na gut, nehmen wir es halt mal. Kaufen. Boah, jetzt bin ich gleich wieder arm. Ausrüsten. Da haben wir einen Punkt mehr und ein bisschen weniger Panzerung. Egal. Okay, lass mal bleiben. Tschüss. Ja, raus hier.
Charlie-Mission. Nee, wir bleiben bei der Hauptmission. Das wär's erstmal. Und wenn ich noch was höre, ping ich dich an. Ja, ping mich an, Junge. Tschüss. So. Also mit diesem freigeschalteten Anzug, den ich da bekommen habe, muss ich sagen, laufe ich eigentlich bisher ganz gut. Also ihr habt auch gesehen in den Anzeigen, die Stats sind eigentlich eher schlecht. Die muss ich mir erst da übelst hochkaufen, was ich ja jetzt teilweise versucht habe. Also ich mache keine extra Mission. Machen wir mal eine Hauptmission weiter. So. Kampagnen. Ich würde gerne etwas vorspielen. Hey, wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Versteck. Rebellenstützpunkt. Ah, hier unten neu. Genau, privates Anwesen. Paraguay, Solo-Kampagne. Yo, go. Das Weiße Haus bittet alle Bürger, nach dem Angriff von Blacklist Amerikas Konsum Ruhe zu bewahren. Mhm. Das war der erste Angriff der Engineers auf unserem Boden. Laut CDC handelte es sich um einen biologischen Waffeneinsatz, der in Chicago und Umland über 2 Millionen Opfer gefordert hätte. Nur das schnelle Handeln einiger weniger SWAT-Kräfte hat diesen möglicherweise größten Terrorangriff aller Zeiten auf die USA vereitelt. Ja, Briefing starten. So, psst. Sam, wir haben ein Problem. Das ganze Netz ist voller Infos über Coben und darüber, dass er einen Deal mit Uncle Sam gemacht hat. Woher wissen die das? Von uns. Von uns? Hat Grimms dir nicht gesagt? Die Rettung Chicagos brachte keine Hinweise. Du kannst Sadiq nur mit Köder jagen. Wieso hast du das nicht besprochen? Du kannst also im letzten Moment alles ändern und ich darf nicht mal einem Plan folgen? Was bringt's uns, Coben hochgehen zu lassen? Reza Nouri. Kurz nachdem ich das mit Coben durchsickern ließ, ist die E-Mail dutzendfach an ihn weitergeleitet worden. Eine Spionagesoftware? Ein Pixel-Webpile-Sender. Ein besseres Bild haben wir nicht. Die Infos, die wir bekommen haben, sind besser. Die NSA glaubt, dass er Verbindungen zum Iran hat. Die Bilder sind da, Grimm. Danke. Sein Anwesen gleicht einer Festung. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, Ex-Militärs als Wachen. Nur keine Sorge, Sam. Wenn du in eine Festung eindringen willst, hätte ich genau das Richtige für dich. Ah, was denn? Was? Willst du es jetzt haben? Ich meine, es ist nicht fertig, aber ich geh's holen. Mhm, besser ist das. Schwing die Keulen, Junge. Und keine blöden Sprüche mehr. Muss ja überlegen. Natürlich Mission starten. Reza Nouri weiß, dass du gefangen wurdest. Er hält dich für einen Informanten. Scheiße, wie hat das rausgefunden? Weiß ich auch nicht. Wieso macht er sich jetzt Sorgen? Keine Ahnung. Ich besorge die Ausrüstung und er die Männer. Wir haben eine Menge gemeinsame Freunde. Ich habe einen Hochleistungskondensator mitsamt EMP an einem Trikopter festgemacht. Hat immer noch ein paar Bugs, aber wenn es darum geht, ein Sicherheitssystem zu grillen... Was ist in dem Koffer? Thermit. Habe ich von ein paar Freunden, die einbrechen. Auf Mission gehen, meinte ich. Legst du meine Ausrüstung. Und möchtest du mir noch was sagen, Coben? Nun, ich habe vielleicht einen Freund, der für Nouris Sicherheit verantwortlich war. Vielleicht weiß er was. Dann helft ihm. Oh, go, 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 go. In Nouris Bude sind Hinterhalte gefragt. Wenn du im Vorteil sein willst, empfiehlt das SMI dir Haftminen und Kameras. Haftminen. Was haben wir denn Haftminen? Haftminen, Haftkamera? Ja, haben wir dabei. Näherungsminen. Kontaktschocker muss ich ja 68.000 kaufen. Habe ich keine Kohle mehr? Nein! Ah, schaffen wir auch ohne. Bullshit hier, komm. Schaffen wir auch ohne. Starten und Mission beenden? Was? Nee, starten. Okay. Privates Anwesen. Ja, wollen wir mal schauen, wem wir uns hier schlagen. Also ich habe es... ein bisschen aus der Übung. Ausgespuckt. Ob du es glaubst oder nicht, ja. Nouri hat auf dem Anwesen einen Panikraum bauen lassen. Leider weiß Cobins Quelle nicht, wo er sich befindet. Fabelhaft. Willst du abbrechen? Nein.
Es könnte sich als hilfreich erweisen. Wieso sollen wir Nuri hinterherjagen, wenn der Mann sich freiwillig einsperrt? Wie kriegen wir Nuri in seinen Panikraum? Schalten wir den Strom aus. Um den Verteilerkasten zu finden, brauche ich Zugriff auf die Sicherheitszentrale. Position? Geh zum Haupttor. Ich schicke dir die Daten aufs Offset. So, mal schauen. Gelände infiltrieren, auf Sicherheitssysteme zugreifen. Da bin ich mal gespannt jetzt. So, wo müssen wir hin? Darüber zum Laptop. Lock mal an. Kommt der da hoch? Der kann bestimmt nicht da hochklettern. Nee. Ah, super. Ganz toll. Glaub, ich hab was gehört. Du glaubst. Ja, dann spring. Lauf mal hier hoch. Komm. Kommst du da hoch aufs hier Blumenbeet? Oder willst du nicht die Blumen platt treten? Okay, uncool. Alarm ausgelöst. Und der nächste. Ja, Kampfskill, Alarm ausgelöst. Ach, crap. Okay, rennt weg. Ja, toll, jetzt hab ich die ganze Meute am Arsch. Super. Ich würde sagen, wir machen mal hier die Blendgranate an. Ich denke mal, die dürfte vielleicht in dem Fall hilfreich sein, aber... Oh, oh, die sehen mich. Ist er noch da oben? Was warten, bis sie sich beruhigt haben und denken wahrscheinlich, oh, er ist bestimmt abgehauen. Alles durchsuchen. Oh, nee, ein doofer Hund auch wieder. So. Als Ablenkung? Nee, juckt's nicht. Oh, die Granate ist, die sind immer noch auf mich fixiert hier. Ja, die warten nur auf mich. Okay, mach mal wieder. Eine andere? Ah, da unten. Nee, das ist noch eine zweite. Ich will den zweiten auch markieren. Okay, aber ich bin zu weit weg. Ah, nee, das habe ich vergessen. Das sind noch zwei andere hier. Get it. Warten. Oh, warte. Ich probiere es mal vielleicht. Kontaktschocker. Ja, probieren wir mal aus. Zu nah dran. Na gut, schütten wir die beiden aus. So, in die Deckung gehen. Ja! Okay, der zweite Junge, der ist hier. Nein, der hat mich gesehen. Oh, damn it. Ja, so komme ich auf keinen grünen Zweig hier. So, denn wo kommt... Ja, ist ja scheiße. Ah, das ist nicht gut. Döf. Der Kontaktschocker war für den Arsch. Irgendwie. Granate los. Ja, da drüben, die macht den wohl hoffentlich nichts aus. Nein, nichts ausgemacht. Sehr schön. Okay, da drüben, der ist der eine. Jetzt rennen sie vorbei. Okay. Gut, sie wissen zumindest nicht. Sie wissen nicht, wo ich bin. Aber die werden wahrscheinlich jetzt nach und immer mehr nach. Okay, der ist auch weg. Da drüben noch der eine. Ja, naja. Anpassen heißt. So, komm. Ist auch gleich fertig. Tschüss. So, okay. Gut. Ja, Ghosty war das nicht wirklich, aber wir haben zumindest mal hier die ganzen Wachen ausgeschaltet. Na gut, die nächsten Wachen. Na super. Okay. Gehen wir hier rein. Dun, 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 dun. Da
Da ist der nächste. Okay. Das Licht drin an. Finde ich nicht sehr schön. Guck ich da irgendwie rüber. Da drüben die nächste Deckung. So, Deckung, Deckung, Deckung. Der hat mich wohl entdeckt. Nee, ich glaube, ich gehe mal darüber. Licht aus. So, nachladen. Okay, hier ist dunkel, kann man sich durchsneaken. Ach ja, Gott, wie geil. Oh, springen. Hm. Ah, naja, gut. Okay, wie gesagt, unkonventionell. Also ich habe es wirklich nicht wirklich sehr ghosty gemacht dieses Mal. Naja, wie gesagt, anpassungsfähig, wenn sonst nichts. So, Lampen aus. Da oben? Nee. Ah, ja. Na. Gar nichts. Na, zu weit weg. Na gut. Andere Seite. Oh, da ist die Tür. Okay, mal schauen, was in der Tür ist. Oh, ein Hund. Oh, naja. Ihren blöden Tölen sind hier. Hier ist nichts zu sehen. Da ist einer da drüben. Einmal. Da drüben ist ein zweiter. Ja. Hallo? Komm mal her. Ja, nur ein. Ich hätte gern vielleicht mehrere auf einmal. Ah, shit. So, auch nicht schlecht. Okay, ja. Stimmt, ich habe ja kein Gas hier. Ich habe ja nur, gucken. Oh. So. Ich würde sagen, machen wir kurze Pause hier. Hm? Alles klar. Kurze Pause. Das war der Knorker, die Dörpioten, Splinter Cell Blacklist. Bis zum nächsten Mal. Euer Knorker. Macht's gut. Bye, 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 bye.